Das Marco wurde als Infanteriekampffahrzeug für die Fregatten der Allianz entwickelt. Trotz der begrenzten Kapazität dieser Schiffe ist der M35 klein genug, um im Frachtraum transportiert und somit auf fast jedem Planeten eingesetzt werden zu können. Mit seinem 155 mm Massenbeschleuniger und der koaxial befestigten MG bietet der Marco sowohl effektive Feuerunterstützung für Bodentruppen als auch hohe Mobilität. Da die Marines der Allianz auf allen Planeten kampfbereit sein müssen, ist der Marco atmosphärisch versiegelbar und mit Mikrotriebwerken für den Einsatz auf Planeten mit geringer Schwerkraft ausgestattet. Der Marco wird von einer isolierten Stickstoff-Sauerstoff-Brennzelle und einem kleinen Element-Zero-Kern angetrieben. Dieser Kern kann zwar nicht die gesamte Masse des Fahrzeugs aufheben, ermöglicht aber sichere Luftlandeoperationen. Im Zusammenspiel mit den Triebwerken ermöglicht der Einsatz des Kerns zudem, dass sich der Marco selbstständig aus schwierigem Gelände befreien kann. Die größeren Kriegsraumschiffe lassen sich in vier Gewichtsklassen unterteilen. Fregatten sind kleine, schnelle Schiffe für Aufklärungs- und Spionageflüge. Fregatten operieren oft in kleinen Flottillen. Kreuzer sind mittelschwere Kampfschiffe. Sie sind schneller als Schlachtschiffe und schwerer bewaffnet als Fregatten. Kreuzer werden als Standardpatrouilleneinheiten eingesetzt und häufig von Fregattenflottillen begleitet. Schlachtschiffe sind kilometerlange Großkampfschiffe mit schwerer Langstreckenbewaffnung. Sie kommen nur bei den wichtigsten Missionen zum Einsatz. Trägerschiffe haben in etwa die Größe von Schlachtschiffen und können eine große Anzahl Jäger transportieren. Kleinere Schiffe werden fast ausschließlich zur Unterstützung der Kriegsschiffe während der Kämpfe eingesetzt. Jäger sind einzeln bemannte Schiffe für Nahkampfangriffe auf feindliche Raumschiffe. Abfangjäger sind einzeln bemannte Schiffe für die Verteidigung vor feindlichen Jägern. Die Normandy ist ein Prototyp-Sternenkreuzer, der von der Allianz mit der Unterstützung des Zitadellrates entwickelt wurde. Das Schiff ist optimal konzipiert für geheime Aufklärungsmissionen in instabilen Regionen und verfügt über neueste, innovative Tarntechnologien. Aufgrund der Hitzeentwicklung schon bei normalem Betrieb lassen sich die meisten Raumschiffe im leeren Weltraum leicht orten. Die Normandy aber kann diese Hitze temporär mit ihrer Hülle absorbieren. Da die Außenhülle des Schiffs zusätzlich gekühlt werden kann, ist das Schiff in der Lage, stundenlang unentdeckt zu fliegen oder tagelang in geheimer Mission zu treiben. Aber dabei gibt es auch Risiken. Die so gespeicherte Hitze muss irgendwann auch wieder abgestrahlt werden, weil die Crew sonst bei lebendigem Leibe gekocht würde. Eine weitere Komponente des Tarnsystems ist der revolutionäre Tantalus-Antrieb der Normandy. Ein Masseneffektkern in doppelter Standardgröße. Der Tantalus-Antriebskern erzeugt konzentrierte Masseneffektfelder, in die die Normandy hineinfällt und sich so ohne Unterstützung hitzeausstrahlender Triebwerke fortbewegen kann. Bei den Raumkämpfen kommt es vor allem auf Manövrierbarkeit an. Das Primärziel besteht darin, den Massenbeschleuniger am Bug auf die Breitseite des gegnerischen Raumschiffes auszurichten. Die Kämpfe finden zumeist als Zweikämpfe zwischen zwei Raumschiffen auf tausende Kilometer Entfernung statt. Allerdings gibt es im Verteidigungsbereich von Massenportalen auch Nahkämpfe auf Distanzen von nur wenigen Dutzend Kilometern. Die meisten Raumkämpfe sind kleinere Gefechte zwischen Patrouillenschiffen der Kreuzerklasse oder darunter. Schlachtschiffe und Transporter kommen nur bei groß angelegten Flottenkriegsmanövern zum Einsatz. Die Raumkämpfe werden in aller Regel schnell entschieden und verbleiben meist folgenlos, weil der unterlegene Gegner sich normalerweise zurückzieht. Sobald ein Schiff auf ULG wechselt, kann der Kampf nicht fortgesetzt werden. Bei dieser Geschwindigkeit kann es von keinen Sensoren erfasst und von keinen Waffen getroffen werden. Die einzige Möglichkeit, einen Feind in einen Stellungskampf zu verwickeln, ist der Angriff auf ein stationäres und verteidigenswertes Ziel, wie eine Kolonie oder ein wichtiges Massenportal. Die Sovereign ist das Flaggschiff des abtrünnigen Spectres Saren. Dieses riesige Schlachtschiff überragt alle bekannten Schiffe bei weitem. Seine Crew besteht aus Kroganern und Geth. Das Schiff ist 2 Kilometer lang und seine um 360 Grad rotierbare Hauptwaffe verfügt über ausreichend Feuerkraft, um die kinetischen Barrieren aller anderen Schlachtschiffe mit einem einzigen Schuss zu durchdringen.
Wie Saren dieses einzigartige Kriegsschiff unter seine Kontrolle bekam, ist unbekannt. Einige Experten behaupten, die Sovereign sei ein Produkt der Geth, während andere glauben, dass sie ein proteanisches Relikt darstelle. Ihre Bauart deutet aber auf einen noch fremdartigeren und mysteriöseren Ursprung hin. Der Angriff auf Eden Prime bewies die Kapazität der Sovereign, Massenfelder zu generieren, die leistungsstark genug sind, um auf einer Planetenoberfläche zu landen. Dies lässt darauf schließen, dass das Schiff über einen gigantischen Element Zero-Kern verfügt, der gewaltige Mengen an Energie erzeugen kann. Für die Überlichtgeschwindigkeitsantriebe werden Element Zero-Kerne eingesetzt, die die Masse des Schiffes reduzieren können und so eine schnellere Beschleunigung ermöglichen. Damit kann innerhalb eines Masseneffektfeldes die Lichtgeschwindigkeit signifikant erhöht und eine höhere Reisegeschwindigkeit ohne nennenswerte Zeitdehnungseffekte erzielt werden. Neben einem ULG-Antriebskern benötigen Sternenkreuzer zusätzlich konventionelle Triebwerke, chemische Raketen, Fusionsantriebe, Ionenantriebe oder militärische Antiprotonsysteme. Aber ein Kern allein kann kein Schiff antreiben. Die für einen Antrieb benötigte Menge E0 und Energie erhöht sich exponentiell zur bewegten Masse und der Zündungstemperatur. Sehr große Schiffe und hohe Geschwindigkeiten verursachen daher enorme Kosten. Wenn ein Feld kollabiert, während sich das Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, sind die Auswirkungen katastrophal. In diesem Fall wird das Schiff in Unterlichtgeschwindigkeit zurückgerissen und die überschüssige Energie in tödliche Tscherenkow-Strahlung umgewandelt.